Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Flop-Video für dich, das heißt alle Produkte, die ich ausgetestet habe in letzter Zeit, die leider nicht bei mir funktioniert haben. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen das einmal durchzugehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video ist niemals irgendwie ein Bash gegen Marken, gegen Personen oder sonst irgendwen. Es ist einfach nur, dass ich Produkte ausprobiert habe und das mache ich ja zuhauf auf diesem Kanal. Und durchaus kann es passieren, dass es nicht funktioniert, dass mir dann irgendwie die Farben nicht gefallen, dass es nicht mit meinem Hautton passt, dass es meinen Anforderungen einfach nicht entspricht und deswegen sortiere ich die Produkte aus. Ich gebe sie dann aber weiter, sie landen in Trash-Paketen, sie gehen an Familie und Freunde und sie werden auch zum Teil gespendet. Das kann man sehr super machen, wenn man zum Beispiel ähnlich wie ich einen Durchlauf hat, dass man bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel einen Post macht, wo man Produkte einfach verschenkt. Das kann man machen, ich mache das super gerne und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich in diese strahlenden, freudigen Gesichter von den Menschen gucke, denen ich die Produkte dann einfach schenken kann. Ja, und damit das Video nicht noch länger wird, höre ich mit dem Intro auf und ich starte einfach mal, beziehungsweise nein, ein kleiner Gedönsen nochmal vorab. Ihr könnt euch super gerne hier unter diesem Video in den Kommentaren suchen und finden, falls ihr vielleicht miteinander auch mal Trash-Pakete oder Tauschpakete machen möchtet. Ich bekomme von euch auch immer super häufig Anfragen, ob ich nicht mit euch das machen möchte. Aber Leute, wir sind doch schon 21.000, über 21.000. Alter Schwede, wenn ich mit jedem ein Paket machen würde, das wird nicht funktionieren, glaubt mir. Das heißt, sucht euch gerne in den Kommentaren. Das hier ist eine so liebevolle Community, ne? Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Also ja, schreibt euch da gerne mal. Genau. So, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, wie immer. Und ich habe aber trotzdem noch ein paar Produkte, wo ich nichts zu aufgeschrieben habe. Und ich glaube, mit denen fange ich einfach mal an. Und zwar habe ich mich super krass durch meine Foundations durchprobiert. Und habe dann wirklich jeden Tag, wenn ich mich geschminkt habe, 2 Foundations verwendet, ne? Und da konnte ich dann wirklich sehr schnell mich einmal durchtesten und extrem viel aussortieren. Ich starte mit dieser hier von Morphe. Das ist die Fluidity Full Coverage Foundation in der Farbe F1.70 und die ist matt und ich möchte keine matten Foundations haben. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir die damals gekauft habe. Jetzt darf sie gehen. Farblich hat sie gepasst, aber sie war halt matt. Was will ich mit einer matten Foundation? Die Kiko Wonder Woman Born to Last Foundation habe ich mir auch bestellt in der Farbe 01 Ivory. Auch die muss fliegen. Die passte farblich einigermaßen, war relativ hell. Aber was sie gemacht hat, ist, dass sie einfach verschwunden ist, wenn ich sie eingeblendet habe. Und das brauche ich bei Foundations halt nicht. Die sollen halt da sein und leichte, mittlere oder Full Coverage geben, aber nicht decken, also gar nichts, ne? Die hier von Urban Decay habe ich immer mal wieder ausprobiert und es tut mir in der Seele weh, weil die so sackteuer ist, ne? Und viele mögen die auch so gerne. Stay Naked Weightless Liquid Foundation, ich habe eine super helle Farbe, 10NN, ist eine absolute Winter Foundation für mich, weil extrem hell, aber nee, also die funktioniert bei mir halt auch nicht, weil die sehr stark meine Poren betont, die eigentlich gar nicht so vorhanden sind, aber die schafft das irgendwie und halt auch sehr trocken irgendwie ist. Die hier war einfach ein falscher Ton. An und für sich eine tolle Foundation, die Turmiracle Foundation von Lancôme, Hydrating Foundation, Natural Healthy Look, Lichtschutzfaktor 15, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das hat sie nicht. 01 ist hier die Farbbezeichnung und selbst die 01 ist mir zu dunkel. Die hat auch noch irgendwie eine Zusatzbezeichnung gehabt. Das steht jetzt hier nicht drauf. Das hatte ich mir irgendwo noch notiert in meiner Excel-Tabelle. Und ja, das passt einfach vom Ton her. 000. Und da musste ich halt immer sehr viel Arbeit reinstecken, bis das Ganze funktioniert hat. Auch im Fullface Lancôme habe ich die getragen. Da hat es am Ende gut ausgesehen. Aber es ist halt immer super schwer, mit der zu arbeiten. Deswegen greife ich da halt auch nicht mehr zu, ne? Und dann kommt sie jetzt einfach weg. Das hier war so ein richtig krasser Flop und zwar die Maybelline The Falsies Lash Mask Overnight Conditioning Mask. Also das ist eine Wimpernmaske und das war ein Graus. Also die hat mir mehr Wimpern ausgerissen, als dass ich jemals da einen Effekt hätte von merken können. Denn ich mache sie mir abends drauf. Okay, ja, das war okay, war ein bisschen schwierig, weil es doch sehr, sehr dickflüssig ist und halt mit so einem richtig krassen Schwämmchen hier rauskommt, ne? Aber du hast halt sehr schwere Wimpern, noch schwerer, als wenn ich meine 3-Schicht-Mascara drauf knalle. Und
Morgens musst du die aber abmachen, ne? Also ich bin ja kein Morgenduscher, sondern Abendduscher. Das heißt, es geht nicht unter der Dusche. Das heißt, ich muss mich dann morgens hinstellen und dann vorsichtig mit dem Wattepad das runterstreichen. Da hatte ich jedes Mal im Wattepad 2 Wimpern drin. Und dann brauche ich das nicht, ne? Also wenn, nee, das und ich mache das alles vorsichtig mit meinen Wimpern. Flop. Dann habe ich heute auch diesen Eyeliner drauf von Cozart. Den hatte ich letztes Jahr im Cozart Adventskalender. Der ist mir einfach zu schwach. Das ist ein, so ein Eyeliner, der halt ein Schwämmchen vorne dran hat, die ich ja eigentlich auch ganz gerne mag, ne? Also auch sehr fein. Da komme ich super in meinen Innenwinkel auch rein. Also sehr, sehr vorne, ne? Nah an den Wimpernkranz. Zum einen ist er nicht tief schwarz, sondern eher, ja, grau, dunkelgrau würde ich sagen. Und zum anderen muss ich halt immer mal wieder dann mit dem Schwämmchen irgendwie über meine Handrücken gehen oder über ein Tuch oder sowas, damit sich das halt wieder vorne sammelt, das Produkt. Und ich habe das jetzt nicht super häufig verwendet. Und nee. Ich möchte simple Looks haben. Aufwendig manchmal schon, ja, aber im Großen und Ganzen soll es halt auch irgendwie funktionieren, ne? Von Art Deco hatte ich das Galaxy Eye Powder mal irgendwo mit drin gehabt. Das war jetzt irgendeine Farbe 26 oder 08X, keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist doch eine super Idee, sowas irgendwie für Alltagslooks oder sowas zu nehmen, so im Außenwinkel vom Auge oder so, ne? Das ist halt mit so einem Schwämmchen vorne. Und nee, voll nicht. Also, weil das halt von der Farbe her auch irgendwie zu hell ist, um das an den Außenwinkel zu geben, dann ist es ja auch noch schimmernd. Und ich mag halt keine Monolidschatten und sowas mag ich halt auch nicht. Deswegen... Ciao, Kakao. Dann habe ich hier Nagellack von Essence. Ich benutze ja 10 Nagellacke immer, deswegen kann ich auch sehr schnell immer aussortieren und merken, wenn was nicht funktioniert. Essence The Gel Nail Polish. Das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Ton. Den mag ich auch richtig gerne leiden, aber er lässt sich extrem schwer auftragen. Der hat noch so einen Goldglitzer mit drin, was ich schön finde. Ist die Farbe 65 Good Limes. Wirklich eine schöne, schöne Farbe. Aber, und da kommen wir bei anderen Nagellacken auch noch zu, ich habe halt so runde Nägel, das ist einfach so bei mir anatomisch gesehen, ne? Das heißt, bei mir hat Nagellack echt, die haben schwer, ne? Und das muss halt schon ein ordentlicher Nagellack sein, wenn er halten will. Und der hat es nicht getan. Nee, also ich habe den auch ein paar Mal verwendet, aber ich mache ja tatsächlich mittlerweile auch 3 Schichten von Farblacken drauf, damit das ja auch besser für die Nägel ist und so, ne? Damit, wenn ich mich irgendwo stoße oder so, was ich häufiger mal mache, dass dann einfach nur der Nagellack absplittert, aber der Nagel an sich bleibt heile damit, ne? Egal, anderes Thema. Er hat auf jeden Fall eine schöne Farbe, aber hat leider nicht die Haltbarkeit, die ich brauche. Dann habe ich noch einen Nagellack und zwar von Essie in der Farbe Bordeaux 50. Das ist auch eine schöne Farbe, aber das ist eher so ein schierer Ton. Und ich habe ja relativ viele Rottöne, da habe ich andere, die mir einfach besser gefallen. Deswegen muss der gehen. Und dann habe ich hier auch noch, ja, auch so einen Bordeaux-Ton von Douglas in der Farbe 78, So Far So Good. An und für sich ein schöner Ton, aber im Großen und Ganzen habe ich den schon und das war ein Reim, yay. Ja, ne, cooler Nagellack, aber ja, auch wieder so ein schieres Ding, habe ich andere in einer besseren Qualität. Das hier ist ein Nagellack, den ich eher so als Topper genommen habe von Essence, den Good Luck Charm for Love. War aus einer Limited Edition. Eigentlich ganz schön, aber für mich A, zu langweilig und B, habe ich von anderen Marken welche, die einfach haltbarer sind. Ne? Deswegen muss der jetzt auch gehen oder darf der gehen. Freuen sich Freunde und Familie drüber. Denke ich mal. Dann habe ich diese beiden Pinsel aussortiert. Die sind, glaube ich, beide von BH Cosmetics. Ja, ja, ich trenne Pinselsets, ich bin ganz böse. Das sind für mich eigentlich Maskenauftragepinsel, aber ich habe super viele Pinsel, mit denen ich Masken auftragen kann, also so Crememasken im Gesicht, ne? Deswegen, nö, da habe ich so keine Verwendung für, die müssen gehen. Dann habe ich jetzt ganz viele Lidschattenpaletten, denn ich habe dann jeden Tag auch wirklich eine andere Lidschattenpalette verwendet. Und da zeige ich euch jetzt mal die ersten, die ausgeflogen sind. Als erstes die 5 in a Box Mini Eyeshadow Palette in der Farbe 030 Warm Spice Look. Die ist mir einfach zu langweilig. Mal ganz ehrlich, ne? Also der dunkelste Ton da drin, der macht alles meistens immer sehr schmutzig. Der hellste Schimmerton ist nicht hell genug, um ihn in dem Inner Corner aufzutragen. Nee, also da habe ich wirklich sehr viele Nude Paletten, mit denen ich besser klarkomme. Die darf jetzt gehen. Ähnlich verhält es sich hier. Ja, auch das ist immer so ein schmutziger Look gewesen. Auch die 5 in a Box in der 040 Modern Smoky Look. Soll ja auch irgendwie ein Dupe zu irgendeiner Natasha Denona gewesen sein. Also ich fand die qualitativ richtig schlecht. Also das war eine der schlechtesten 5 in a Box Paletten, die ich hatte. Mochte ich gar nicht.
Dann habe ich eine, oh ja, da tut es mir fast in der Seele weh, weil Sacken teuer, das ist aber bei vielen Produkten hier. Und zwar von Charlotte Tilbury habe ich hier ein Quattro, das ist die Luxury Palette auf Pops Pillow Talk. Ja, das ist einmal diese kleine hier. Ich habe noch ein paar andere von Charlotte da, weil ich ja diverse Boxen von ihr gekauft habe. Ich hatte letztes Jahr auch diese Beauty Chest, die irgendwie dieses Jahr ungefähr genau das gleiche beinhält. Und hier hatten wir nur Schimmertöne drin und die waren qualitativ einfach nicht so gut. Ich habe versucht, die mit Bronzern zu kombinieren, dass ich quasi mit dem Bronzer in die Lidfalte gegeben habe und dann die Schimmertöne einfach so, ne? Nee, da kann ich einfach andere Paletten nehmen, die ich da habe und mir daraus Schimmertöne nehmen. Und dann habe ich da meistens halt auch noch eine Transition Shade dabei. Dann habe ich hier die Catrice Caviar Gauche Lidschattenpalette, die einfach so wirklich beautiful aussieht. 1001 Crystal Collection. Also die habe ich hauptsächlich wegen der Verpackung gekauft. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm Claudinchen, ganz ehrlich, ne? Da sind zwei Hardcore-Schimmertöne drin. Das ist dieses Silber und dieses ja, Roségold, sage ich mal dazu. Die kann ich einfach nicht verwenden. Das ist für mich null alltagstauglich. Und die matten Töne, die da drin sind, sind basic, habe ich in anderen Paletten drin. Und die Schimmertöne, die drin sind, sind öde. Ja, dann fällt es einem doch relativ leicht zu sagen, ciao. Und dann schließt man die Palette und denkt sich, aber die Verpackung ist doch so beautiful, kriege ich hin. Dann habe ich hier eine Palette und das tut mir auch sehr weh, weil die hat mein Freund mir, glaube ich, sogar geschenkt. Bei Terry Terribly Paris. Die ist eigentlich echt schön, ne? Jedenfalls optisch. VIP Expert Palette 2 Paris by Night. Die ist einfach so eine Schmutzpalette. Warum macht man so eine furchtbare Qualität von Lidschatten in so eine hochpreisige Palette rein? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wenn die Töne irgendwie cremiger wären und wenn die schöner pigmentiert wären, ich würde mich ja freuen wie Bolle, aber das ist leider nicht der Fall und ich kann damit nicht arbeiten. Wirklich nicht. Und deswegen muss die gehen und das tut mir so weh, weil das so teuer und so cool eigentlich ist. Und das war ein Geschenk von meinem Freund und Geschenke gibt man nicht weiter, ne? Egal, dann habe ich das ja auch mal in einem Trash-Paket drin gehabt. Ich glaube, von Marion war das, BH Cosmetics, die Romantic Nomad Palette, das ist diese hier. Ja, ich hatte eigentlich mal irgendwann vorgehabt, diese Paletten zu sammeln, aber da hat BH Cosmetics einfach mittlerweile so viele von rausgehauen, dass ich einfach mir gedacht habe, da kann ich ein ganzes Regal für mir kaufen. Hier haben wir halt auch wieder schöne Töne, aber sehr langweilige Töne. Und die habe ich halt auch in anderen Paletten drin, zum Beispiel, also die 1991 von Alicia Marie, ne, die schlägt ja so gut wie alle Paletten ins Aus, die halt diese hellen lila Schimmertöne haben, ne? Und wenn man eine Palette nur deswegen oder deswegen behalten wollen würde, ja, dann habe ich da meine Lieblingspalette und da greife ich halt auch lieber zu. Dann habe ich hier auch aus dem gleichen Format die Flower Power Palette. Das war jetzt auch eine relativ neue Limited Edition. Das ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich auch schöne Looks mit schminken können und die hat auch schöne Töne drin. Aber auch hier, die 1991 ist einfach besser. Ne? Und dann, ja, gebe ich die halt lieber weiter und kann sich jemand anderes darüber freuen. So, das waren jetzt die Produkte, zu denen ich mir nichts aufgeschrieben habe. Und jetzt kommen wir zu den Produkten, wo ich mir etwas zu aufgeschrieben habe. Dann habe ich ja zuallererst zwei, nennen wir sie mal Foundations. Einmal die von Judith Williams, Judith's Easy and Fast Make-up, eine Hautton-anpassende Geschichte, die Feuchtigkeit spenden soll. Ja, die blendet sich weg, ne? Das kannst du vielleicht als Primer verwenden, aber wirklich nicht als Foundation. Und sie ist zu gelb, habe ich mir aufgeschrieben. Und sie löst sich an der Nase. Mhm. Okay, dann habe ich von Rival de Loup die Pure BB Cream, auch so eine Hautton-anpassende Geschichte. Auch die war relativ furchtbar. Die ist ungefähr gar nicht auf dem Gesicht gewesen. Und irgendwie, ja, natürlich passt sich alles dem Hautton an, was man nicht auf dem Gesicht sieht. Dann kannst du es auch auf dem Primer draufschreiben, der durchsichtig ist. Ja, hat für mich keinen Sinn ergeben. Und deswegen gehen die beiden. Dann habe ich hier so etwas, was mich zu einem Umpa-Lumpa hat werden lassen. Ich habe damals, habe ich die mal irgendwann ausgetestet und da hat das gut ausgesehen, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe die dann jetzt nochmal verwendet und fand sie furchtbar. In der Farbe Fair 03 Skin Paradise von L'Oreal Tinted Water Cream Perfecting Healthy Glow Lichtschutzfaktor 20. Ja, so dick tragen wir uns die bei weitem nicht auf, dass wir den Lichtschutzfaktor erreichen. Ne, wie gesagt, Umpa-Lumpa, ich sah ganz schön orange aus, war nicht meine Welt. Dann habe ich eine Lidschattenpalette von Larizzi, die Athena. Die war mal in der Box mit drin, habe ich mich eigentlich auch mega drüber gefreut, aber irgendwie greife ich da nicht zu. Und ich finde die Farben auch, ups, relativ langweilig. Natürlich kannst du die auch als Blush- und Highlighter-Palette mitverwenden, ne? Ohne Frage, das geht. Aber ich finde, dass sie sehr, sehr langweilig ist. Ohne Witz jetzt. Wunderschöne Töne, sehr cremig, sehr toll und sehr hübsch, aber sehr ähnlich alles miteinander. Du kannst theoretisch Calypso auch als Bronzer leicht verwenden und diese matten
Töne, hier Atlas, Hero und Nox kannst du als Blush verwenden. Ich habe auch erst gedacht, ob ich die als Face Palette jetzt irgendwie einsortiere, aber ist halt auch irgendwie dämlich, ne? Deswegen, also die wird jetzt mich leider verlassen müssen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich da jemanden mit glücklich mache, die die noch nicht hat und sich dann darüber freuen wird. Dann habe ich hier noch so was Umpa-Lumpa-mäßiges, der Terra del Sol Bronzer, den habe ich hier in der Farbe, keine Ahnung, 2 steht hier hinten drauf. Der ist mir einfach zu warm, zu orange, zu passt einfach überhaupt nicht zu meinem Teint. Nie. Auch der von Cozart ist mir zu warm, viel zu warm. Auch der war im Cozart Adventskalender, das Sun Powder 772, ist auch noch glänzend, was nicht schlimm ist. Also ich mag gerne leicht schimmernde Bronzer und Blushes tatsächlich. Der war aber wirklich nichts für mich und halt einfach zu hardcore. Ich meine, müssen wir da eigentlich groß drüber reden? Ich glaube nicht. Ja. Auch so ein Orange wie ist für mich der Lord & Barry Bronzer. Das ist eher so ein Creme-Produkt gewesen. In der Farbe Biscuit habe ich den auch in der Box drin gehabt. Sculpt & Contour niemals. Also das ist für mich einfach rot und dunkel. Man sieht es. Kann man sich gut vorstellen, ne? Und wo wir schon mal so fleißig dabei sind, ich hatte doch hier auch noch irgendeinen anderen Ding, genau, den von Catrice, den Holiday Skin. Serum Bronzer mit Kokosnusswasser, 30 ml sind hier drin in der Farbe 01, 0 Escape to the Beach. Auch das ist für mich zu dunkel, zu orangig, zu passt einfach nicht gedönsen. Okay, dann kommen wir zu dem nächsten Produkt, und zwar ist es ein Blush von MUA. Der ist zu fleckig, trotz aufregender Farbe, habe ich mir aufgeschrieben. Auch wenn man den mit so einem Stippling Brush aufträgt, ne, war mir der einfach zu fleckig. Das ist auch einfach zu dunkel, ne, oder zu hardcore. Matte Blush Powder Atomic Tangerine ist die Farbe. Geile Farbe, wirklich geile, geile Farbe. Aber selbst im Sommer, wo ich ja auch wirklich, oder jetzt im Spätsommer, ne, wenn ich wirklich meine maximale Bräune hatte, no way, das geht nicht. So, dann kommen wir zu Nagellacken. Da habe ich hier einmal von Essence den Valentine's Who Cares Nail Polish in der Farbe Love, bla bla bla. Ja, der war mir halt einfach zu schmutzig. Der hat nicht ausgesehen. Ich mag es lieber ein bisschen knalliger auf meinen Nägeln. Das war nicht so meine Welt. Hier habe ich einen, wo ich einfach einen habe von Sally Hansen, den ich besser finde, auch wenn der echt, echt gut war und hübsche Verpackung. Essence Mary Berry Nail Polish in der Farbe 02 Purple with Purpose. Also wirklich schöne Farbe. Das ist so ein, ja wirklich Purple, also lila mit Schimmer drin, ne? Beautiful, habe ich den anderen gerade drauf? Nee, leider nicht. Wirklich geil, aber wie gesagt, von Sally Hansen habe ich einen, der eine sehr ähnliche Farbe hat. Deswegen muss der gehen. Dann habe ich hier die True Skin Foundation von Catrice tatsächlich aussortiert in der Farbe 010 Cool Cashmere. Super viele mögen die richtig gerne. Mir ist die zu trocken. Also das ist eine perfekte Farbe für mich, aber die ist mir zu trocken. Ich weiß nicht, wie andere Leute mit trockener Haut damit klarkommen, aber nee, ich fühle die richtig auf der Haut. Das gefällt mir nicht, ne? Mag ich nicht. Dann habe ich hier die, ja, das wird jetzt traurig, ne? Vulcano Goddess Palette von Becker. Und im Prinzip, ja, ich habe die damals bei TK Maxx sehr günstig geschossen und das tut mir auch sehr leid, dass ich sie jetzt aussortiere. Smashbox und Becker kommen jetzt zusammen. Das heißt, Becker wird bei Smashbox inkludiert, sodass man dort die Highlight-Produkte, zum Beispiel hier dieses Under-Eye-Gedönsen, auch wieder kaufen kann. In super vielen neuen Farben übrigens auch. Also, ne, wer Becker vermisst, dort wird man es einen Teil wiederfinden. Es ist eine ziemlich coole Palette, aber alle Schimmertöne musst du mit dem Finger auftragen, was ich bei so einer teuren Palette einfach doof finde. Der Goldton, der Gilded, der ist hammermäßig. Das ist wie Metall auf den Augen. Aber wie gesagt, diese ganzen, die so relativ leicht gepresst, die so relativ fest gepresst sind, die musst du alle mit den Fingern auftragen, sonst kommen die nicht aufs Auge. Wir haben hier oben diese 3 matten Töne, die sind okay, das läuft, ne? Aber ansonsten furchtbar. Diamond Dust ist ganz, ganz furchtbar. Da glitzert dir das ganze Gesicht nach und nach. Also ich weiß, dass Marion das relativ geil finden wird, dass ich die aussortiere. Und ich gehe wetten ein, dass die sagen wird, Claudinchen, da habe ich wohl Bock drauf. Ja, dann kommen wir zu den nächsten Produkten. Und wo habe ich mir das aufgeschrieben? Ja, dann habe ich, genau, hier eine Foundation. Ganz schön viele Foundations. Ich habe es euch gesagt, ne? Belle Hypoallergenic Longwear Hydra Balm Foundation. Ganz furchtbar. Die war ganz furchtbar. 01 Alabaster ist hier die Farbe. Die saß furchtbar auf meiner Haut. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war so, keine Ahnung, die hat sich einfach überall abgesetzt, wo man sich einfach nicht absetzen soll. Die hat alles betont, was sie nicht betonen soll. War null Hydrating. Ich fand die total gruselig. Schreib mir gerne, falls du die auch mal verwendet hast und was für einen Hautton du hast, ob die bei dir funktioniert hat. Aber die
gruselig. Dann habe ich hier Kat Von D Mascara, die trennt und gibt Schwung, aber mir fehlt Fülle und Wawawum. Und auch Wawawum, die hatten wir, glaube ich, mal in der My Little Box drin. Ja, ne, das ist halt wirklich so eine Mascara, die ich, wenn dann nur für unten drunter nehmen würde und darüber dann auch eine Wawawum-Mascara geben würde. Und das finde ich zu schade dafür, ne? Man kann lieber mal eine Freundin oder so, die Mascara an sich mal ausprobieren. Ist ein cooles Bürstchen, ne? So ein ellipsenförmiges Mega-Wu-Bürstchen, aber nein. Nein, gut. Dann kommen wir jetzt zu zwei weiteren Paletten von BH Cosmetics. Da habe ich einmal die Midnight Festival, wunderschön, aber für meinen gelb-grün-türkisen Look, den ich super gerne mache übrigens, habe ich jetzt gerade nicht drauf, aber sonst relativ häufig, gibt es einfach bessere Paletten. Richtig geile Palette, wirklich, wirklich sehr, sehr ansprechend, ne? Also für mich ist es einfach ein Traum. Aber da habe ich wirklich bessere, die halt zum Beispiel nicht diese Reihe haben, die ich niemals verwenden werde. Also für mich ist quasi auch nur das, wenn überhaupt, tragbar oder anwendbar. Diese Töne sind mir zu grob glitzernd, die fliegen mir in der Gegend rum. Ja, ich habe Glitterglue, aber trotzdem ist mir das manchmal zu nervig. Genau. Jo. Und hier haben wir auch dieses Gelb-Grün-Türkis mit dabei, auch so ein Orange und so. Also theoretisch eine geile Palette. Aber relativ schwer für mich anwendbar und einen Teil der Palette kann ich nicht verwenden. Deswegen geht sie weiter. Dann habe ich hier die Upsala. Da ist mir was weggefallen. Oh. Dann habe ich hier von BH Cosmetics die Color Festival Palette. Auch die hat mich natürlich wegen ihrer Optik direkt gehabt, ne? Aber ja, in der Anwendbarkeit ist es natürlich auch wiederum so eine Sache. Auch hier, die letzte Reihe ist überhaupt nichts für mich. Ansonsten haben wir hier eher pinklastige Töne und eher warme Töne. Und in dem Sinne für mich dann nicht so super wichtig, in Anführungsstrichen. Dieser Electronic, den finde ich hammergeil, diesen grünen Ton, das ist voll mein Ding. Aber an und für sich ist die dann doch irgendwie gar nicht so spektakulär, wie man das auf den ersten Blick meinen möchte. Das liegt wahrscheinlich auch in diesem limettengrünen Hintergrund, aber ja, gibt's bessere. So, dann habe ich eine zweite Seite. Yay, ich kann umblättern. Ein Augenbrauenstift von Sante. Den mochte ich gerne tatsächlich, aber er ist mir leider zu dunkel. Der Eyebrow Pencil in der Farbe 01 Blond. Und so blond, wie er draufsteht, ist er nicht. Also ich sah wirklich aus, als hätte ich die krassesten Balken-Augenbrauen ever. Ist ein schöner Stift. Ich habe ja auch den im Fullface verwendet. Ist so ein anspitzbarer Stift einfach, ne? Und hat auf der anderen Seite einen Spoolie. Das fand ich ganz praktisch, hat mir gut gefallen. War auch ein guter Spoolie, aber wie gesagt, ist mir schon ein Tick zu dunkel. So, dann habe ich hier ein Puder von Pass. Den hatte ich, glaube ich, in der Goodiebox drin. Das ist mir einfach zu trocken, leider. Ne, das ist das Bambuspuder und das zieht einfach, also mir sämtliche Feuchtigkeit aus dem Gesicht, die vielleicht irgendwann mal da war. Krass, ist ein loses Puder. Mag ich an und für sich sehr gerne, aber wie gesagt, es ist mir zu trocken. Dann habe ich der war hardcore. Essence What the Fake Extreme Plumping Lip Filler mit Chili Extract. Oh mein Gott, ja. Habe ich in meinem Essence Neuheiten Test Video mal ausprobiert und das war mir einfach zu krass. Ich mag ja gerne diese Lip Plumping Viecher. Ich mag das gerne, wenn es mit Menthol ist oder so. Aber hier war der Chili einfach so hart. Wow. Also nee. Nichts für mich. Die Double Trouble Mascara von Essence war einfach ein Reinfall, muss ich sagen. Also die war mir einfach zu wenig. Obwohl die einfach so krass aussieht. Die, ne, hat dieses krasse Optische. Dann hatte ich hier zwei verschiedene Bürstchen. Einmal hier oben dieses Kunstfaser und unten drunter dann dieses Gummigedönsen. Ne? Eigentlich mega, aber sah bei mir halt nicht so wawawum aus, wie sie aussehen hätte sollen. Naja, aber vielleicht bei jemandem anderen super wirksam. Dann habe ich hier das nächste und zwar von Catrice den Tinted Moisturizer. Hatte ich ja sowieso im Sale auch schon gekauft. Das soll auch wieder so ein Hautton anpassendes Vieh sein. Ist tatsächlich auch eher ein Tinted Moisturizer und weniger halt eine wirkliche Foundation oder BB-Cream. Hat nämlich einfach gar keine Deckkraft. Ne? Dann habe ich hier von Sunny Cosmetics bei René ein paar Produkte zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank. Hier hatte ich aber schon von Anfang an gesagt, wird wahrscheinlich nicht so unbedingt mein Lieblingsprodukt werden, denn Liquid Lipsticks und ich, wir sind nicht die besten Freunde. In der Farbnummer 11 hatte mir nämlich hier ein Matt Lipstick mitgeschickt und ja, das war absehbar, ne? Das war nicht so ganz meine Welt.
Was habe ich denn dazu aufgeschrieben? Crusty, ja, das Übliche, was halt bei mir sehr schnell passiert, weil ich habe ja nicht nur trockene Haut, sondern auch trockene Lippen. Eine coole rostrote Farbe, ne? Also das sah echt gut aus. Aber ja, tatsächlich dann auf meinen Lippen war mir das einfach zu, mochte ich nicht gerne leiden. So, dann habe ich ja leider aussortiert von Estee Lauder die Pure Color NB Eyeshadow Palette in der Farbe Nudes. Da habe ich, glaube ich, noch eine andere Variante von, die mir besser gefällt. Das ist die aber auch wahrscheinlich sehr bald aussortiert wird, weil die einfach so schwach sind. Öde, schwach, war auch in so einer Box oder Tasche mal drin, ne? Die hatte ich mal gekauft, so eine Weihnachtsedition war das, glaube ich. Traurig, wirklich traurig, aber die geht weg. Weil die einfach nichts drauf hat. Also das ist ja ein Müh an Gedönsen gewesen. Von Essence habe ich die Love What You Do aussortiert. Einfach weil ich die andere Edition davon habe. Ich glaube die Rose Edition oder sowas. Die finde ich einfach besser. Und da muss ich nicht beide haben. Das ist halt auch wirklich eine ganz, ganz klassische Nude Palette. Sehr, sehr alltagstaugliche Palette. Mit einem Pop of Color. Dieses Funfair ist ganz hübsch, ne? Aber halt wirklich dann zu öde tatsächlich, als dass ich sie behalten möchte. Da habe ich einfach andere neutrale Paletten, die mir besser gefallen. Von Essence die I Heart Extreme Limited Crazy Volume Mascara aus der The Glow and Golds LE. Die gibt es aber auch im Standardsortiment, habe ich aussortiert. Die war mir auch zu wenig und die war mir auch zu nass tatsächlich, als ich die angewendet habe. Es hat einfach alles verschmiert und das passiert normalerweise nie bei mir. Also direkt beim Auftrag. Die hat so eine ähnliche Bürste wie die MAC 3D Dimensional oder Extra Dimensional blablabla Mascara. Das ist halt so ein ganz dickes Gummibürstchen, was halt so gerade ist, ne? Ist eigentlich ganz cool. Also mit der MAC-Version davon kam ich hier sehr gut zurecht. Aber jetzt die Essence-Version war nicht so meine Welt. Deswegen wird die auch weiter wandern. Und Freunde von mir fragen immer wieder, ob ich eine Mascara über habe. Dann habe ich hier die nächste Foundation. Und zwar Revlon Foundation. Die trägt sich ab, habe ich mir aufgeschrieben. In der Farbe 110 Ivory habe ich die Normal to Dry Skin Foundation, Color Stay, keine Ahnung, hat nicht, doch da oben Natural Finish, Lichtschutzfaktor 20, alles klar. Farbe schön, aber wie gesagt, blendet sich weg, trägt sich ab, brauche ich nicht. Also bei mir sollte es schon so sein, dass Foundations auch festhalten, ne? Hier ist ein Nagellack, der einfach so flüssig ist, von Essie der Weiß Verger oder Weißes Verger. Also eine schöne, schöne, geile Farbe, aber auf dem Nagel sieht das furchtbar aus, jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht warum, das sieht echt furchtbar aus, gefällt mir nicht. Ich weiß gar nicht warum, so, das sieht halt nicht so knallig aus, das ist irgendwie so dreckig, ne? Hab ich jetzt auch gerade nicht drauf, nee, hat mir, nee. Nee, habe ich ein paar Mal probiert und irgendwie kamen wir nie zusammen, wir beiden. Anfangs fand ich auch diese Foundation okay, aber jetzt mittlerweile irgendwie beim Second, Third, 100. Impression, 100. nicht, nein, die Superstay Active Wear Maybelline 30 Stunden Foundation in der Farbe 10 Ivory habe ich jetzt auch aussortiert. Die ist mir zu gelb und zu cakey. Das mit dem zu cakey, muss ich sagen, das Gefühl hatte ich eigentlich gar nicht, als ich die das erste Mal und das zweite Mal, also ein paar Mal, ne, angewendet habe. So, ne, so super wenig habe ich die nicht verwendet. Und auch von der Farbe her hat das auch relativ gut gepasst. Ich weiß nicht, ändert sich mein Anspruch? Ändert sich meine Haut? Ja, ich werde älter. Aber innerhalb von einem Jahr oder einem halben Jahr so seine Meinung zu ändern, keine Ahnung. Hat mir auf jeden Fall überhaupt nicht gut gefallen, jetzt beim, ne, nochmal durchtesten. Vor allem dieses von der Dunkelheit her finde ich ganz furchtbar. Und dass es halt so crusty wird, das mag ich ja gar nicht, ne. Dann habe ich hier einen Lippi, der ist auch von dieser MUA-Marke, der Matte Lipstick, hätte ich mir direkt schon denken können, dass es nicht funktioniert. Heartfelt ist die Farbe, das ist eigentlich so ein schönes, warmes Nude. Vom Ton her. Ist mir aber auch zu trocken. Also der ist richtig, richtig trocken. So schaut die Farbe aus. Und auch da werden die Lippen einfach zu crusty. Oh ja, hier habe ich ein Produkt. Das ist jetzt, glaube ich, das einzige Pflegeprodukt, was ich euch mit zeige. Von COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Alter Schwede, der war mir zu scharf, ne? Den habe ich halt unter der Dusche stehen gehabt und mir dann halt immer, nachdem ich, also ich mache ja Double Cleansing, das heißt, erst mache ich mit dem Abschminkbalsam alles soweit lösen, runter, Flammen, Flammen vor allem, und dann gehe ich in der Dusche halt mit feuchten Händen und dann das nochmal drüber, um dann halt wirklich die letzte Geschichte runterzunehmen.
Nee, der hat meiner Haut gar nicht gut getan. Ich habe ja ein ganz sensibles Hautgedönsen und gut, Low pH, ne? Dann ist es ja, glaube ich, auch eher in die saure Richtung. Hat mir gar nicht gefallen. Hat meine Haut auch vor allem überhaupt nicht gefallen. Ciao, Kakao. Dann habe ich hier noch einen Primer von Catrice, Prime and Fine Anti-Red Primer, No More Red. Der ist mir einfach zu trocken im Gesicht. Also ich arbeite, also weiß ich nicht, ich muss jetzt nicht so super gegen meine Rötung anarbeiten, meiner Meinung nach. Deswegen ist es eh nichts, was ich jetzt unbedingt brauche, aber den hatte ich mir jetzt auch nicht aktiv selber gekauft. Oder ich habe ihn mir gekauft, weil da Hanföl draufsteht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ist hier halt das Problem, dass ich eigentlich eher Feuchtigkeit brauche, wenn ich einen Primer verwende und weniger irgendwas gegen Rötung oder irgendwas als Porefiller brauche. Und deswegen war das irgendwo klar, dass es langfristig nicht was mit uns wird. Von Catrice aus der Caviar Gauche Limited Edition habe ich hier so einen Lip Booster, Volumizing Lip Booster. Der war mir zu klebrig. Den habe ich angewendet und die Lippen haben halt so richtig Fäden gezogen und so, und das muss einfach nicht sein. Dann habe ich hier von Akaya einen Lip Liner, Permanent Lip Liner. Das ist ganz witzig eigentlich, weil das ist so ein Lip Liner, der ist halt wie ein Eyeliner vorne, also wie so ein Schwämmchen-Eyeliner, ne? Und der ist super haltbar. Das Problem, was diese Schätzelein hat, ist, dass er ausblutet. Das heißt, ich mache ihn mir drauf, mache dann darüber mir einen Lippenstift, drehe dann 1, 2, 3 Adventskalender-Unboxings und dann gucke ich nachher in den Spiegel und denke mir, wow, was hast du denn ausgefressen? Und in meinen ganzen kleinen Mini-Fältchen ist es dann so schön reingeblutet. Das sieht aus, Leute, aus der Nähe. Also im Video lang nicht so wild, aber wenn ich mir das von Namen angucke, ganz furchtbar. Auch bei dieser Foundation hätte ich mir von Anfang an denken können, dass sie einfach nicht funktioniert. Das ist die L'Oreal Infallible Total Cover Foundation in der Farbe 13 Beige Rosé. Die hatte ich auch mal im Trash-Paket oder so drin. Also wir sehen schon direkt, hey, es ist vielleicht ein bisschen dunkel, ne? Nicht nur das, es ist auch noch furztrocken, also gar nichts für mich. Dann habe ich hier einen Nagellack aussortiert. Das ist von Douglas, der Lovely Glow Beautifying Shiny Nail Polish. Geile Farbe, schöner Effekt auf dem Nagel. Hält bei mir nicht, weil ich runde Nägel habe. Das heißt, obendrauf, also genau in der Mitte, habe ich halt immer so einen Streifen, wo halt ungefähr nichts an Nagellack drauf ist oder nur super wenig. Und nee, das funktioniert leider nicht. Sieht zwar geil aus, ist aber bei mir nicht so haltbar. Dann habe ich hier von Trend It Up den Bold Glitter Nail Polish aussortiert in der Farbe 020. Das ist einfach nicht meine Welt, weil der ist nicht so, wie er hier, also nicht nur so, wie er hier so aussieht. Wenn du den drauf trägst, und ich habe den so auf hellem Nagellack aufgetragen, ich glaube auf weiß habe ich das mal drüber getoppt, um zu gucken, wie das aussieht, ne? Der hat ganz, ganz viele kleine schwarze Punkte, hat natürlich einen schier roten Übergedünsten, also quasi Lack drin. Das ist so dieses, was auch dieses ganze Kram hier drin rot macht. Und neben diesen schwarzen Punkten halt dann noch so ein paar goldene Glitzerpunkte drin. Und was mich bei diesem Nagellack halt mega stört, sind diese schwarzen Punkte. Und da hast du super viele auf dem Nagel. Mag ich gar nicht gerne leiden. Also wäre das so, wäre der Nagel nachher so, wie das hier aussieht, mega. Hätte ich mich hart gefreut, ne? Tut er aber leider nicht. Das ist sehr schade. Hier habe ich mir gedacht, dass der Nagellack vielleicht zu alt war oder so. Ist ja auch eine super alte LE, ne? Essence Summer Fun Nail Polish 01 Meet Me at the Pool. Das ist auch so ein cooler Türkiston, der auch so einen Schimmer mit drin hat. Problem bei dem Ding, das löst sich so nach ein, zwei Tagen wie eine Folie. Und das schädigt dem Nagel natürlich total, wenn du auf einmal so deinen Nagellack so abziehen kannst. Und ich bin so eine Knibbeltante. Das heißt, wenn ich merke, dass sich so langsam was bei mir löst, fange ich an zu knibbeln und dann ziehe ich das und dann gucke ich mir den Nagel um und denke mir, what, was hast du denn da ausgefressen? Weil ich mir natürlich dann ja auch ein Stück Nagel und so. Es ist furchtbar. Tut das nicht. Knibbelt euch nicht an den Nägeln rum. Ich kann nicht anders, ne? Und deswegen muss ich mich selber schützen und sortiere diesen Nagellack aus. Die Mascara hatten wir in der Box mit drin. Ich glaube, in der Special Box von Catrice vor allem. Bestimmt nicht. Von der Glossy Box, die No Compromise Mascara von Douglas ist das. Lengthening, Volumizing and Caring Mascara. Ich finde, die macht nichts. Also bei mir macht die halt ungefähr nichts. Das ist ein super schwaches Ergebnis. Mascaren haben es eigentlich leicht bei mir, eben durch die Wimpern, die ich mit dem Wimpernserum. Serum, nicht Serium. Genau. Guck nicht so viel Serien, Claudinchen. Die ich mit dem Wimpernserum, Mensch, von Grande Lash, gibt es bei Purish mit dem Code Claudi215, kannst du 15% sparen. Ist ein Affiliate-Rabattcode, heißt, ich verdiene auch eine kleine Provision da dran. Alles dazu in der Infobox verlinkt, auf jeden Fall.
haben es Mascaren echt leicht bei mir, ne? Also ich gebe denen ja eine 1A-Grundlage, aber ich bin ein kritischer Mensch. Und wenn ich da halt merke, dass die nicht so astrein ist wie andere Mascaren, die ich verwende, die vielleicht viel weniger auch kosten, von Catrice oder von Maybelline oder so, dann werden halt andere aussortiert. Und da gehört die hier auch zu. Das ist so ein Kunstfaserbürstchen, was relativ unspektakulär aussieht. Und ähnlich unspektakulär, wie es aussieht, sieht es dann auf meinen Wimpern aus, leider. Und da mache ich mal keine Kompromisse und gebe die mal weiter. Dann habe ich hier so einen Augenstift von Vive, den ich jetzt aussortieren werde in der Farbe Camel. Ich habe einige von diesen Augenstiften, Lidschattenstiften, ne? Aber ich brauche nicht wirklich viele davon, weil ich die einfach so unspektakulär finde. Und das ist auch eine sehr, sehr langweilige Farbe. Das ist so ein mattes Braun, ne? Also öde, was will ich damit? Ich habe so den einen oder anderen, den ich gerne verwende. Von By Terry habe ich hier einen auf dem Tisch stehen, den ich ab und an mal so für den unteren Wimpernkranz einfach mal eben schnell nehme. Ich habe ja auch von Charlotte Tilbury habe ich hier einen stehen und ich habe auch welche von Nabla tatsächlich. Und die mag ich auch gerne und da kann ich auch gut mit um. Und dann brauche ich halt nicht solche Dinger, die halt ungefähr öde sind. Und dann habe ich noch etwas, was ungefähr öde ist, und zwar ebenfalls von Douglas Cat Eyes High Precision and Long Lasting Eyeliner. Der ist mir einfach zu schwach. Hier ist er. Genau. Und auch das ist wieder so ein Filz-Eyeliner. Und da muss man auch mal irgendwo ehrlich zu sich selber sein, ne? Wunderschön, aber ähnlich wie bei dem von Causa, den ich ja auch gerade drauf habe, ist das Ergebnis also halt auch nicht so tief schwarz. Und es ist super schwer, damit zu arbeiten. Es macht einfach keinen Spaß. Und deswegen geht der. So. Ich habe jetzt hier meine Kiste gefüllt, kann dann gleich mein Thumbnail machen und habe euch jetzt ganz schön viel dazu den Produkten erzählt. Ja. Es hat aber immer seine Gründe, weswegen Produkte mich verlassen und dann gehen sie halt. Weil meistens habe ich dann einfach ein anderes Produkt, ein Alternativprodukt, was mich etwas mehr flasht. Ne? Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert und platt gemacht und aufgebraucht Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!